Hallo YouTube, hallo Freunde des Let's Plays, euer Spotty mit der 59. Ausgabe Assetto Corsa Cars and Tracks. Heute schauen wir uns das vorletzte Auto aus dem Dreampack DLC an, und zwar den Mercedes-Benz 190e 2.5-16 Evo 2. Was so klobig klingt, ist es eigentlich gar nicht, deswegen haben die Amis sich auch immer mal den Namen Baby-Benz ausgedacht für das Ding. Es klingt nur deswegen so klobig, weil man hier gleich den kompletten Motor oder die komplette, den kompletten Motor mit angibt. Ja, irgendwie schon. 2,5 Liter mit 16 Ventilen. Rein 4 Zylinder. Kein V8, hatten wir auch irgendwann mal. V8 mit jeweils 2 Ventilen pro Zylinder. Aber hier 16V eigentlich gern verwendet für rein 4 Zylinder, die eben mit 4 Ventilen pro Zylinder daherkommen. Fangen wir doch mal vorne an. Etwa damals zu einer Zeit 1982, als man sich bei Mercedes-Benz dachte, naja, okay, man dachte sich natürlich schon ein bisschen früher, weil eine Autoentwicklung dauert natürlich ein paar Jahre, egal. Also 1982 wollte man in den Markt der Mittelklassewagen einsteigen und so den Propeller aus Bayern ein wenig die Marktanteile streitig machen. Das war Sinn und Zweck. Deswegen hat man den Mercedes-Benz W201 auf den Markt geworfen, mit der internen Bezeichnung W201 oder nach außen hin eben 190. Der Mercedes 190 wurde insgesamt 1,9 Millionen Mal verkauft in der Zeitspanne von 82 bis 1993. Also war gar nicht mal so ein erfolgreicher Ding. Und erstaunlicherweise ging ein Großteil nach Deutschland. 53% dieser Fahrzeuge sind im deutschen Raum verkauft worden. Nur 10% gingen zu den Amis, zu den US-Amerikanern, und dort hat das Ding aufgrund seiner handlichen Größe den Namen Baby-Benz bekommen. Ja, Mittelklasse ist damals für Mercedes etwas Neues gewesen. Heutzutage alltäglich. Die C-Klasse wurde in keine Ahnung wie vielen Generationen mittlerweile aufgelegt. Gibt es auf jeden Fall schon seit ewig und drei Tagen. Aber der W201 war der erste Mittelklassewagen der Firma mit dem Stern. Und ein sehr erfolgreiches Modell, doch, das kann man so stehen lassen. Ich denke mal, das hat den Konzern dann auch im Glauben bestärkt, dieses Konzept des Mittelklasse-Fahrzeugs im Premium-Segment doch weiterzuführen. Man hat sogar etwas Neues im Konzern ausprobieren müssen oder ein Novum geschaffen im Konzern, um den hehren Stückzahlen Herr zu werden. Klingt komisch. Und zwar hat man an zwei Standorten produziert. Zum einen in Bremen und zum anderen in Sindelfingen. War eben ein Novum für die Marke Daimler-Benz, die sonst immer nur an einem Standort ein Fahrzeug vom Band fallen ließen. Die stärkste Motorisierung in der Serienversion waren 3,2 Liter mit 234 PS. Ging. Die 190 normalerweise für 1,9 Liter, wurde aber trotzdem als Typenbezeichnung für alle Motorvarianten genommen. Die 16 Ventiler wurden übrigens in Kooperation mit Cosworth gebaut. Cosworth ist ja nicht unbekannt, besonders was das Thema Formel 1 Motoren angeht. Tochterunternehmen von Ford, die ja wirklich einen sehr klangvollen Namen haben, auch wenn es jedes Mal ein Zungenbrecher ist für mich, das S und das TH da reinzukriegen. Naja, solange es mir keiner übel nimmt von euch, ist es ja nicht so doppelt schlimm. Ich meine, halb so doppelt. Naja. Der Mercedes-Benz 190 hat auch noch einen ganz besonderen Part in der Geschichte des Motorsports eingenommen. Und zwar 1984, das Jahr der Wiedereröffnung des Nürburgrings nach zweijährigem Umbau. Erstellung der neuen Grand Prix-Strecke, der damals modernsten und sichersten Rennstrecke der Zeit, wurde gefahren mit 24 Modellen oder modifizierten Modellen des 190 2.3-16V, also 2,3 Liter, rein 4 Zylinder mit 16 Ventilen, leicht modifiziert, aber dennoch identisch. Gewonnen hat dieses legendäre Rennen, wo wirklich Größen des Motorsports teilgenommen haben, ein zu der Zeit, naja, halbwegs bekannter, aber noch nicht zum Superstar gereifter Ayrton Senna,
der allen mal eine lange Nase gedreht hat. Was daraus wurde im Laufe der nächsten 10 Jahre, das denke ich, ist Historie. Auf jeden Fall eben ein markantes Ereignis im Leben oder in der Geschichte des 190 war eben dieses Auftaktrennen am Nürburgring 1984. Man hat das Auto auch in die DTM gebracht, weil man musste ja irgendwie, ne? BMW und erfolgreich? Nee, geht gar nicht. 1984 hat der Vorgänger der heutigen DTM das Licht der Welt erblickt in Solda, am Circuit Solda in Belgien, mit am Start neben dem BMW M3 E30, der Mercedes-Benz 190e, und man hat sich richtig Saures gegeben. Unerfolgreich war das Ding nicht. Es hat allerdings doch bis 1992 gedauert, bis man den ersten Titel für Mercedes in der DTM mit eben diesem Modell einfahren konnte. Der Start einer ziemlichen Erfolgsgeschichte. Wie war das in den Jahren, in den 31 Jahren, die es die DTM jetzt gibt, okay, die 3 Jahre, wo sie es mal nicht gab, ziehen wir jetzt gerade mal ab, also 28 Jahre, hat man, glaube ich, 42% aller Rennen gewonnen. War das nicht so? Die Nachfolger wie CLK und C-Klasse Coupé waren ja auch nun nicht unbedingt unerfolgreich. Man hat 1992 allerdings nicht nur den ersten Titel gefeiert, sondern man hat auch gleich einen Dreifachtitel gefeiert. Man hat die ersten 3 Plätze in der Fahrerweltmeisterschaft, Fahrer-Deutschen Meisterschaft belegt und hat 16 von 24 Rennen gewonnen. Das war also schon eine ziemliche Duftmarke. Zudem hat man auch der guten Alan Law ermöglicht, am Nürburgring als erste und bisher einzige Frau ein DTM-Rennen zu gewinnen. Ja, sehr geschichtsträchtig, dieses Auto. 1992 war das dann eben schon der 190e 2.5-16 Evo 2. Also die zweite Evolutionsstufe mit einem 2,5 Liter rein Vierzylinder Saugmotörchen. 370 PS kommen da übrigens raus, bei 980 Kilo, 310 Newtonmeter Drehmoment haben wir. Ja, es ist halt ein Rennmotor. Wenn die Firma Cosworth dahinter steckt, dann kann das eigentlich nur gut gehen. Waren die nicht auch verantwortlich für die Sierra-Motoren? Zumindest gab es mal eine Straßenfahrzeugserie Sierra Cosworth. Cosworth. Ich sage ja, ich kriege da immer einen Zungenbrecher bei. Wie gesagt, der Name klangvoll, seit Jahrhunderten im Motorsport aktiv, seit Jahrtausenden in aller Welt bekannt. Die Beschleunigung des Fahrzeugs 4,5 Sekunden von 0 auf 100, 280 km/h können wir hier maximal erreichen, 6-Gang-H-Schaltung verbaut. Nicht unsportlich, auf jeden Fall nicht. Ein richtig cooles Auto, fährt sich eigentlich auch gar nicht mal so schlecht, sonst hätte ich es auch in R3E für unsere selbst erstellte Meisterschaft nicht zur Wahl gestellt. Und wie ich finde, in der DTM-Spec ein sehr schönes Auto. Wenn man ihn so auf der Straße sieht, den 190e, ein sehr unscheinbares Fahrzeug. Wenn man ihn dann in der, ich weiß gar nicht, was das für eine Variante ist, es gibt noch so eine bespoilerte Variante für die Straße, ja, es geht so langsam, aber war das nicht dann sogar die Bezeichnung Evo 2? Ich weiß es nicht. Aber in der DTM-Variante, da würde ich sagen, da kann ich mir das Auto schon gefallen lassen. Besonders auch, was die Leistungsdaten angeht. Schlecht ist das Ding wahrlich nicht. Und es hat eben auch 1992 alles gerockt, was zu rocken war. Und hat eine Erfolgsgeschichte für die Marke mit dem Stern in der DTM begründet. Die heute noch, naja, andauert. Auch wenn das letzte Jahr nicht ganz so glorreich war für die Marke mit dem Stern, dieses Jahr stehen alle Zeichen wieder auf Go. Schauen wir mal, was am Ende des Jahres bei rauskommt. Was haben wir denn noch hier? Nein, hatten wir schon. Heck angetrieben, aber ich denke, das ist sowieso klar. Motordaten hatten wir, Gewicht hatten wir. Ja, viel mehr kann ich dann zu diesem Auto momentan gar nicht so loswerden. Dann schauen wir uns das Ding doch mal an. Machen wir mal Licht. Ja, wunderbar. Ziemlich helle Funzel für die damalige Zeit. Und wir bremsen mal. Dritte Rückleuchte fehlt. Naja, ist halt so. Mach hoch die Tür, das Tor mach weit. Ein ordentlicher Überrollkäfig. Vielleicht 2 Türen zu viel. Für meinen Geschmack. Wobei dafür, dass das Ding da trotzdem nur 980 Kilo wiegt, ist das schon, ja, wieder eine relativ beachtliche Leistung.
Ja. Steigen wir doch mal rein. Und du willst ein H-Schalter sein? Hm. Na gut, dann ist es so. Das Lenkrad ein bisschen spartanisch. Heutzutage sind die Dinger eh überladen mit Funktionen und Knöpfen und Drehreglern und Pipapo, was man nicht alles braucht. Was ich hier geil finde, Drehregler für die Klimaanlage. Wird wahrscheinlich nicht funktionsfähig sein. Würde mich wundern, wenn man das Gewicht mit sich rumschleppt. Aber immerhin. Damals, in der guten alten Zeit, waren die Tourenwagen ja auch noch irgendwie auf Serienfahrzeugen basiert. Man gab ja diese Homologationsvorschrift, von wegen mindestens 500 Fahrzeuge mussten in Serie gebaut werden, um dieses Fahrzeug dann auch im Tourenwagensport einsetzen zu dürfen. Ich glaube, das war zu der Zeit noch aktiv. Und eine der Bedingungen war, lass das Armaturenbrett drin. Das war immer so eine feste Größe, von wegen Armaturenbretter, auch heute noch, müssen drin sein, damit der Mensch, der Autonormalbürger, sich halbwegs orientieren kann. Ah, das ist ein normales Auto. Ja, wie es anders geht, hatten wir die Tage gesehen in R3E Carson Tracks mit der Silvia. Das war von innen sehr ausgeräumt. Da war ja nichts mehr. Ich finde zwar persönlich, dass hier das ganze Armaturenbrettgedönse nach wie vor unnützer Ballast ist. Aber es hat natürlich schon irgendwo so ein bisschen Wiedererkennungswert von wegen, aha, so sieht das Ding von innen aus, das sieht aus wie ein Auto, damit kann ich mich identifizieren. Okay, wenn man sich mit einem Auto identifiziert, lassen wir das. Hat also alles irgendwo seinen Sinn. Auf jeden Fall ist das Ding hier aufgeräumt. Das Wichtigste in der Mitte, Drehzahlmesser, alles andere ist unnötig. Zwei Lämpchen, ich denke mal, das eine ist eine Motorwarnleuchte, das andere ist Schaltanzeige vielleicht, keine Ahnung. Dann haben wir in der Mittelkonsole noch ein paar Kippschalter, was auch immer die bewirken. Ich denke mal Notaus und sowas in der Richtung. Dann, was mir jetzt gerade spontan mal fehlen würde, wäre eine Bremskraftverstellung. Schön, dass wir übrigens Scheibenwischer und Blinker hier noch hinterm Lenkrad haben. Nee, also ich sehe jetzt gerade nichts zum Thema Bremskraftverstellen. Na gut, dann ist es so. Sogar richtige Türgriffe haben wir noch. Ach je. Aber wer es braucht, wenn sie das Gewicht mit sich rumfahren wollen. Es ist schon ziemlich bieder, so ein 190e-Cockpit, ne? Aber guckt euch doch das Auto mal an. So, na. Tiefer, breiter, ordentlicher Spoiler vorne oder Splitter vorne, Spoiler hinten. Das sieht schon geil aus. Das sieht nämlich einfach nach Motorsport aus. Nach erfolgreichem Motorsport. Und in der Spec finde ich das Auto richtig schön, richtig geil. Sobald es in der Straßenversion kommt, würde ich sagen, ja, lässt du links liegen den Hobel. Was hat eigentlich diese neuen hier zu bedeuten? Diese Lackierung übrigens, gestellt von Lexkey 81. Sorry, if I didn't pronounce your name correctly. Einem, soweit ich das jetzt mitbekommen habe, holländischen Abonnenten, der eine, so wie es aussieht, Assetto Corsa-Lackierung leicht modifiziert hat und mit schwarzen Felgen versehen hat, um das Ganze ein bisschen biestiger zu machen. Das Original, soweit ich das beurteilen kann, aus der Assetto Corsa-Werkstatt wäre dann eben das hier mit silbernen Felgen. Sieht natürlich ein bisschen freundlicher aus. Mir persönlich, muss ich ganz offen und ehrlich sagen, gefallen die schwarzen Felgen nicht so sehr, weil das Ganze eben ein bisschen zu dunkel wirkt. Aber ja, jedem das seine, mir das meiste. Nach diesem Motto leben wir sowieso schon seit langer Zeit. Ja, es hat schon was, aber es trifft leider nicht ganz meinen Geschmack. Wir werden es trotzdem wahrscheinlich auf der Strecke zu sehen bekommen. Mal schauen. Dann fangen wir mal vorne an. Eine der wenigen pseudo-realen Lackierungen, pseudo-real deswegen. Ach übrigens, der erste Meistertitel ging übrigens an Klaus Ludwig übrigens, ne? Nur damit ihr es wisst, übrigens. Die Strecke, die wir heute fahren, übrigens, ne? Auch von Mercedes gewonnen in den ersten beiden Jahren, ne? Und zwar auch von Klaus Ludwig, wohl. So, jetzt hätten wir das auch geklärt. Ja,
soweit ich weiß, ist das, was hier drauf fährt, kein Original. Sieht nur so ein bisschen aus wie eine echte Lackierung aus der DTM. Schade eigentlich. Wollte mal ein bisschen Geld sparen. Die finde ich zu grell, zu hell, zu unscheinbar. Dann haben wir noch irgendwas Graues, was mir so eigentlich auch nicht wirklich zusagt. Die schwarzen Felgen machen schon ein bisschen erträglich, aber nee. Assetto Corsa Schriftzug damals garantiert nicht. Na. Also da gehe ich heute richtig schnell durch, weil das... Lieber Assetto Corsa Leute oder Kuno Simulazioni, habt ihr denn nicht 1,50 € über gehabt, um wenigstens eine einzige Lackierung außer DTM zu kriegen? Also sorry, Lexki, aber es sagt mir einfach die gesamte Lackierung nicht zu und schwarze Felgen. Ich meine, es sieht schon irgendwie besonders aus, es hat seinen gewissen Charme, aber es ist einfach nicht mein Geschmack und deswegen, wir fahren das Einzige, was so halbwegs aussieht, als hätte es mal im Einsatz sein können. Wir fahren Sonax, damit geht es jetzt nach Magione und danach geht es auf den Sachsenring, wo eben Klaus Ludwig in den ersten beiden Jahren auf Mercedes, damals dann allerdings beim CLK, gewinnen konnte. Und in den beiden Jahren war Mercedes da ziemlich dominant. Wie war das im ersten Jahr? Ein Fünffachsieg und im zweiten ein Dreifachsieg oder umgekehrt? Das war schon okay. Gut. Magione, wir kommen. Wir stehen nun in Magione und schauen wie gewohnt erstmal hier auf das Getriebe. Wir haben irgendwelche Presets, die wir auswählen könnten und wir könnten auch hier die Final Gear Ratio ändern. Okay. Das ist interessant. Okay, das hat was. Für Magione würde ich sagen, müssen wir... Hä? Das verstehe ich nicht. Also im Topspeed tut sich nichts zwischen Set 1 und 3. Aber die ersten Gänge sind irgendwie anders übersetzt. Auch interessant, hier ist der erste Gang ein kleines bisschen länger, nach hinten hin, raus, dann aber völlig in den Keller. Das werden wir auch nehmen, weil Magione und Topspeed, ihr wisst ja, das ist nichts, was zusammenpasst. Wir bleiben auf Medium-Reifen. Bisschen Sprit, Aero, vorne wie hinten. Bremsbalance 75% vorne, das ist schon, ja. Okay. Eine 75er Diff-Sperre, das ist auch derbe. Jo, ansonsten kann man eigentlich alles einstellen. Es ist ja auch schließlich ein richtiges Rennauto. Wir wollen dann mal ab dafür. Burnout geht. Ich hoffe doch mal, dass wir hier eine... Naja, ich hätte da etwas mehr Kurvengeschwindigkeit erwartet, ganz ehrlich. Was hatten wir zuletzt? Den 235i. Der ging doch, glaube ich, durch die erste Kurve schneller als dieser olle 190. Und kriegen wir die 220? Wird knapp, ne? Ja, wird knapp. Der Wagen liegt auf jeden Fall auf Anhieb richtig gut auf der Piste. Hoppalächen. Lässt sich trotz der sehr weit vorne stehenden Bremsbalance und dem sehr sperrenden Diff ziemlich gut handeln, wie ich finde. Hatten wir den nicht auch in einem Quick Race am Nürburgring? War da nicht was?
Oh, mein kleiner Daimler, gib Honig, ich meine... Frag mich bitte nicht, wie ich gerade auf gib Honig kam. Wir können auch ein bisschen später bremsen, habe ich so das Gefühl. Aber die 228, die hier maximal drin wären mit der Übersetzung, die kriegen wir nicht. Hat keiner gesehen. Und lasst euch von dem Motor nicht kirre machen, der tut nur so, als würde er zu hoch gedreht werden. Hey, wir haben ja sogar einen Tacho! Zwar digital neben der Tankanzeige, aber hey! Fällt mir jetzt erst auf. Naja, 2.13 drüber wird's schwierig. Ich finde, Sektor 3 sollte sich mal die Magione-Lizenz holen. Ja, also ich bin der Meinung, S3S sollte sich unbedingt die Magione-Lizenz holen und diese Strecke in RE bringen. Ich finde die einfach geil. Tolle Teststrecke für alles Mögliche. Zwar ein bisschen kurz, aber trotzdem sehr unterhaltsam. Aber wahrscheinlich wäre ich dann der Einzige, der da fährt, hä?
Fragt mich bitte nicht, was bei mir schiefgelaufen ist, dass ich die armen Autos immer wieder so malträtieren muss, dass ich hier absichtlich in den Rückwärtsgang schalte. Der hatte damals schon nur einen Scheibenwischer mit diesem Exzenter drin. Ist ja interessant. Ha, wieder was dazugelernt. Ja, ich hätte jetzt noch ein paar Runden weitermachen können, weil das Auto macht einfach Spaß, macht Laune. Die Strecke ist auch cool. Ja. Aber die nächste ist auch nicht schlecht. Sachsenring. 10 Runden. 97%ige KI, ich hoffe, das reicht. Gegen Alpha 156 Ti DTM. Da hat noch ein V6 gefehlt, irgendwo im Namen. Und gegen den BMW M3 E30 DTM. Ich denke, das wird schon ganz lustig gleich. Ja. Ich denke, wir wechseln jetzt einfach mal über nach Hohenstein-Ernsthal. Nach Sachsen. Und schauen uns die Piste mal an. Ich muss mich entschuldigen, natürlich handelt es sich nicht um 156er, sondern um 155er Alfa Romeo. Wie konnte ich das jetzt schon wieder durcheinander bringen? So, Sachsenring. Oh. Hey, wo kommt denn die Kurve auf einmal her? Ja, wie ihr sehen könnt, das Ganze ist ein bisschen eckig. Ist kein offizieller Assetto Corsa-Content. Und da scheint auch keiner mit einer allzu guten FPS-Rate. Sieht ein bisschen anders aus, als ich ihn aus R3E kenne. Ich weiß aber auch nicht, von wann dieser Stand hier ist. Auf jeden Fall ist das eben Modding-Content konvertiert von... Lass mich ganz kurz schauen. Pascal Martin, der mir auch freundlicherweise die Genehmigung erteilt hat, seine Strecke zu zeigen. Seine Konvertierung. Er hat die offizielle Genehmigung von Matthias Steppenwolf Schmidt. Also Matthias Schmidt mit Spitznamen Steppenwolf, der diese ursprünglich modelliert hat vor 6 Jahren. Wahrscheinlich für, ich lehne mich aus dem Fenster, R-Faktor. Viele Mods basieren ja auf R-Faktor Mods. Hey, die Strecke sieht wirklich ein bisschen anders aus als in R3E. Also jetzt nicht von der grundlegenden Streckenführung, sondern von den Steigungen. Naja. Version 1.1, die ich euch hier zeige, da hat sich also auch, seit ich das letzte Mal mich über die Strecke informiert habe oder mir das letzte Mal die Strecke angeschaut habe, einiges getan. Link unten in der Videobeschreibung, da wo er hingehört. Oh. Hi, der Witzka. Und ich bin mal gespannt, wie gut wir hier zurechtkommen. Insgesamt sind wir zu 24. Hat ja schon erwähnt. Der Mercedes-Benz 190 E2.5-16V. Evo 2 gegen den BMW M3 E30 DTM und den Alfa Romeo 155 Ti V6 DTM. Nur einer von uns hat Allrad. Und das bin garantiert nicht ich mit unserem 190i, besonders ist der Alfa. Tut aber jetzt gerade mal nichts zur Sache. Wir sind hier in Hohenstein-Ernsthal. Wir sind in Sachsen. Wir sind in Deutschland. Bereits 1927 gab es rund um Hohenstein-Ernsthal auf Landstraßen, 8,71 Kilometer lang das ganze Rennen, und zwar Motorradrennen. Allerdings nach 2 Veranstaltungen wurde das Ding erstmal wieder gekippt, weil zu viele Unfälle, so wie das hier gerade. Man hat sich allerdings doch irgendwo behaupten können, denn 1934 gab es dann erstmals einen großen Preis für Motorräder, nein, Großpreis von Deutschland für Motorräder. Das klingt irgendwie so nach Weltmeisterschaft. Die stand allerdings erst ein paar Jahre später auf der Matte. Was genau das für einen Status hatte, dieser große Preis von Deutschland für Motorräder 1934, das kann ich euch leider noch nicht mal sagen. Ja, guck mal, lächeln. Man hat in den Folgejahren auf jeden Fall auch ein paar Europameister hier gekürt auf der Strecke.
Ach, bei dem Rennen 1934 gab es auch gleich mal drei Tote, so wie sich das für eine ordentliche Rennstrecke der damaligen Zeit gehört. Besonders wenn man über öffentliche Straßen und durch den Wald heizt, ist es nicht unbedingt auszuschließen, dass es mal den einen oder anderen erwischt. Das war eben auch damals der Fall. Im Laufe der Zeit sind sowieso etliche hier gestorben, auf den öffentlichen Straßen. Also, wie viele genau, weiß ich nicht, aber etliche mag ein bisschen übertrieben sein. Es waren trotzdem so 2, 3, 5 auch bekanntere Namen aus der Motorradszene, die hier ihr Leben ließen. Irgendwo wahrscheinlich an Bäumen zerschellt sind. Ich fahre mäßig das Tempo und bin trotzdem 15. momentan. Okay, jetzt sind wir 16. Wir kennen die Strecke natürlich nahezu aus dem FF. Zumindest die RAE-Version. Ups, so viel zum FF. Das Omega habe ich jetzt irgendwie nicht so richtig bekommen. Außerdem will ich euch eigentlich auch die Strecke vorstellen, ne? So. Das Auto liegt eigentlich ziemlich gut. Hoppalärchen. Nach der Runde werde ich wieder gemächlich fahren und dann erstmal wieder auf meinen Zettel gucken, was ich euch überhaupt erzählen möchte. Weil die möchte ich jetzt ganz gerne noch zu Ende bringen, weil die so langsam ja nicht sein dürfte. Ah, schon wieder zu weit raus. Falsch genommen, die Kurve. Immerhin, es reicht für den 24. Platz. Ja, gut, dann machen wir jetzt mal weiter mit der Streckenvorstellung. Ich lasse den dritten Gang drin und dann gucken wir mal, dass wir irgendwie die Strecke überleben und noch ein bisschen was erzählen. 1937 hat die Strecke den Namen Sachsenring bekommen. Der alte Sachsenring wurde geschlossen, der geplante Neubau des Sachsenrings hat nicht stattgefunden und somit ging der Name dann hier an diese Strecke rund um Hohenstein-Ernsthal. Dann kam so was Dummes namens Zweiter Weltkrieg, weswegen einige Jahre hier kein Rennbetrieb mehr stattfand. 1949 dann die Wiederaufnahme des Rennbetriebs. 400.000 Zuschauer haben sich damals versammelt. Nein, das war ein Jahr später, Entschuldigung. Erst 1950 waren es die 400.000 Zuschauer zur gesamtdeutschen Motorradmeisterschaft. So was hatten wir alles mal. 1961 bis 1972, dann das große, große Ereignis. Motorrad-Weltmeisterschaft hat man sich angeln können. Und das auch mit ordentlichen Zuschauerzahlen. Bevor ich wieder auf den Deckel kriege. Aus dieser Epoche gibt es ein bemerkenswertes Ereignis. 1971 war es. Die Mauer war ja schon fast da. Ich meine, war sie da? Ich weiß es gar nicht. Ist egal. Trennung. West, Ost war auf jeden Fall schon ziemlich vollzogen. Die Ossis sagten Westen, also nicht die Ossis, nicht das, was wir heutzutage die Ossis nennen, sondern als Ossis bezeichnen wir ja eigentlich die Bevölkerung, sondern die ostdeutsche Regierung hat alles Westliche verteufelt, passt einfach nie in den Propagandaapparat. Und dummerweise, man hat ja dieses Rennen veranstaltet, so wie damals. Zu Adolfs Zeit, wo man Rennen veranstaltet hat und bloß kein Ausländer, der gewinnen durfte, sondern es musste ein Deutscher auf einer deutschen Rennstrecke zu einem deutschen Sieg in einem deutschen Wagen. So in der Richtung. Und ähnlich sah das dann eben auch im ostdeutschen Raum aus. 1971 hat es nur dummerweise nicht geklappt. Ein Wessi, so ein oller, blöder Wessi, hat das Rennen gewonnen. Also ein Westdeutscher. Nur... Was macht man als ostdeutsche Regierung? Man spielt natürlich nicht die westdeutsche Hymne. Wie könnte man? Man möchte doch nicht dem Feinde huldigen. Hat nichts gebracht. Ein Großteil des Publikums hat nämlich lautstark die westdeutsche Hymne gesungen. Ein Eklat. Quel Drama, so in etwa.
Jetzt kriege ich dafür zumindest nicht mehr auf den Deckel, dass ich das immer wieder auslasse. Ein Jahr später war dann das letzte Rennen. Jetzt könnte man natürlich mutmaßen, dass dieser olle westdeutsche Sieg das Projekt gefährdet hat. Aber offiziell liest sich das anders. Mangelnde Sicherheitsvorkehrungen und zu teuer. Auch damals schon war es einfach zu teuer, so ein Rennen zu unterhalten. Kommst du rum? Kommst du, gut. Mit den Sicherheitsvorkehrungen sieht man es ja im ostdeutschen oder im osteuropäischen Raum sowieso nicht so. Deswegen hat man die kommenden Jahre dann einfach osteuropäische Rennen ausgetragen. Motorrad, Tourenwagen, Rennwagen, alles, was das Herz begehrte, war alles dabei. Sicherheit, was ist das? Braucht man nicht. Kann man das kaufen? Kann man das essen? Kaufen könnte man es, essen kann man es nicht. Ist aber auch völlig egal. In Osteuropa hat das sowieso keinen interessiert, da hatten wir ja genug. Das war dann das Problem 1990. Kaum war der blöde Westen wieder da. Übrigens, ne, in der ostdeutschen Zeit, man hatte ja auch nichts anderes. Ne? Deswegen musste man dann auch zum Rennschauen gehen. Ne? 200.000 bis 300.000 Mann haben sich pro Rennen eingefunden. Volksfestcharakter, so wird es beschrieben. Das ist schon, könnte sich der Hockenheimring heute was abschneiden in Sachen Formel 1 Rennen. 44.000. Ja, der Westen, der blöde Westen 1990 war dann der Meinung, das können wir nicht, das wollen wir nicht. Mit Sicherheit hat das hier nichts zu tun. Das können wir nicht vertreten, machen wir nicht, machen wir dicht. 92 bis 95 ging dann das Sachsenring-Rennen nach Brünn bzw. Most. Ich weiß nicht in welcher Reihenfolge. Ja, Sachsenring in Brünn. Warum nicht? Sollen sie mal machen. Die Tschechen. Wurde dann 1995 wiederbelebt. Also 1995 hat man im Bereich der Start- und Zielgerade Verkehrssicherheitszentrum mit teilpermanenter Rennstrecke aufgebaut und 1996 den Rennbetrieb wieder aufgenommen. Dann eben auf dem wieder erbauten deutschen Sachsenring. Damals mit der IDM hat es angefangen, Internationale Deutsche Motorradmeisterschaft. Den Namen finde ich nach wie vor... Ich habe mir für heute vorgenommen. Du sagst nicht, dass du diesen Namen nach wie vor total beschränkt findest. Und was habe ich gemacht? Ich habe es wieder gesagt. Und das andere war die ADAC Supertourenwagen Cup hieß das Ding, glaube ich, ne? Wo steht's denn? Ich habe es doch notiert. Bin ich denn doof? ADAC Supertourenwagen Cup, genau. 1998 hat man dann wiederum einen großen Coup gelandet. Man hat die Motorradweltmeisterschaft nämlich zurückgeholt an den Sachsenring. Und heutzutage haben wir wieder Volksfest. 200.000 Mannen ungefähr pro Rennen oder pro Rennwochenende. Gerammelt voll das Ganze. Problem, wir haben derer nur drei. Nur drei Rennwochenenden pro Jahr, denn Lärmschutz lässt grüßen. 2001 hat man das Ganze umgebaut. Seitdem ist es eine permanente Rennstrecke, ohne dass es irgendwie Landstraßen und öffentlichen Verkehr tangiert. 3670 Meter lang das Ganze heute gegenüber der 8,7 Kilometer von damals, also eine deutliche Verknappung, aber dennoch eine relativ interessante, herausfordernde, schnelle, spaßige Strecke, die auch heute noch die ADAC GT Masters beheimatet. Seit 2007, seit die Serie gegründet wurde, fährt man jedes Jahr hier. Die DTM war zu Gast 2000 bis 2002. Ich hatte ja vorhin schon mal erwähnt, dass Klaus Ludwig 2000 und 2001 hier mit dem CLK gewonnen hat. 2002 ging der Sieg allerdings an Audi. Man hatte die IDM, also die Internationale Deutsche Motorradmeisterschaft, bis 2013 hier. Heutzutage hat man den Slot vergeben an die Sachsen Classic. Man balgt sich noch ein bisschen mit der Superbike WM. Die versucht immer noch hier ihren Schuss zu landen. Die Dorne hätte das gerne, dass man hier die beiden großen Motorradweltmeisterschaften... Die beiden großen Motorradweltmeisterschaften... Es gibt ja nur zwei. Nein, das stimmt so nicht. Es gibt ja insgesamt fünf. Superbike, Supersport, Moto3, 2 und die GP. Aber eben diese beiden großen Serien, Motorrad-Weltmeisterschaft und Superbike-Weltmeisterschaft, dass man die hier am Sachsenring unterbringt. Bisher scheitert es noch an, ich weiß nicht, Geld, Termin. Offizielle Lesart ist momentan, dass es an den Lerntagen scheitert, weil man den Sachsen Classic ja nicht absagen könne oder so. Für ein Groß-Event wie die Superbike-WM. Naja, schauen wir mal. Vielleicht tauchen wir demnächst noch die Formel 1 hierher. Was ich nicht glaube. Dafür ist die Strecke wahrscheinlich auch nicht geeignet. Sie macht auf jeden Fall Laune, Spaß.
sehr unterhaltsam, wie ich finde. Wir werden es jetzt im Rennen erleben, wie unterhaltsam das Ganze ist. Ich finde es gut, dass die Strecke uns irgendwie erhalten blieb, auch nach der Wende. Auch wenn das eigentlich mit der Strecke von früher nicht mehr so viel zu tun hat. Immerhin, mit Auslaufzonen, mit Sicherheitsvorkehrungen. Eine richtige, professionelle, moderne Rennstrecke, die aber doch ihren Reiz, ihre Würze hat. Und die auch bei den Fahrern immer wieder gut ankommt. Deswegen finde ich, ist das schon ganz gut so. Und schön, dass wir es hier als Mod zumindest haben und in R3E als richtigen, vollwertigen, professionellen Content. Nichts gegen die Mod. Es unterscheidet sich halt nur ein bisschen, aber es ist ja nicht weiter tragisch. Jetzt habe ich natürlich im Qualifying keine schnelle Runde gedreht, somit auch kein Setup gemacht. Habe mich ja nur aufs Bubblen konzentriert. Oh, da geht mir gerade der Grip aus. Sorry mit deinem Alpha. Sorry, ich wollte dich nicht abdrängen. Mir ging eine echte Grip aus. Den BMW wollte ich abdrängen, das war Plan. Ui, ihr nehmt aber den Köppi ganz schön derbe mit. Wir sind die Strecke natürlich auch schon ein paar Mal mit der 92er DTM in R3E gefahren. Aber hier hat das ein bisschen andere Qualitäten, weil das Auto sich leicht anders verhält und eben die Strecke teilweise ein bisschen anders verläuft von den Steigungen her. Ja, und dieser Sprung ist in der R3E-Variante auf jeden Fall nicht mit drin. Na super. So. Nicht. So nicht. Einmal neu starten, bitte. Da wird es wie immer in der ersten Kurve knapp. Staub und die FPS droppen gerade auf 45. Hören Sie mal auf, sich da rein zu drängeln, ja? Geht ja nicht hier mit dem, Entschuldigung, M3, E30, Sport Evolution. Bist du Sport Evo? Muss es ja, endlich. Und jetzt Kurs, rauf aufs Gas, raus beschleunigen und weg von der Meute. Upsalächen. Leichtes Untersteuern. Ja, schon eine geile Strecke. Und wieder dieser Drop, der da eigentlich überhaupt nicht hingehört, wie ich finde. Vielleicht gehört aber auch dahin und R3E macht's falsch. Ich weiß es nicht. Beides sind keine lasergescannten Varianten. Overtönen. Hast meinen hinteren Spoiler nicht gemocht? Und eigentlich mein Rear Bumper. Ist ja kein Spoiler, ist ja der Stoßfänger. Stoßdämpfer. Nee, nicht Stoßdämpfer. Ja, doch. Also nicht das, was ich. Ach, egal. Ihr wisst, was ich meine und dann ist gut. Stoßfänger ist es, glaube ich, im Deutschen, ne? Wie?
Wieder zu viel untersteuern. Schieb ab mit deinem M3. Jetzt kommt gleich wieder die knifflige Stelle. Hüpf. Oh, das kann doch nicht gesund sein, Jungs. Sauber dran vorbeigegangen an dem BMW-Kollegen. Die Strecke hat hier in der Version deutlich mehr Elevation Changes. Unterschiedliche Steigungen, irgendwie sowas. Also es geht hier deutlich mehr rauf und runter, als es zum Beispiel in der R3E der Fall ist. Wo es ja eigentlich dann entweder rauf oder runter geht, aber hier gibt es dann eben viele Kuhlen, Huckel, Kuppen, alles was das Rennfahrerherz begehrt, weil man das Auto da eigentlich nicht mehr unter Kontrolle hat. Fahr zu mit deinem Stern, hopp! Jetzt hätte ich mir vielleicht noch irgendwann die Sierra Kopf... Nee, das war kein Kostenwert, ne? Aber es gibt ja eine Sierra-Mod aus der DTM-Zeit hier für Assetto Corsa. Habe ich schon irgendwo gesehen. Hätte ich mir vielleicht mal zulegen sollen. Oh. Nicht gut, nicht gut, nicht gut, nicht vor dieser Kurve. Ach, sehr unruhig der. Ich bin doch kein Känguru, ich bin ein Auto. Ich meine, das ist ein Auto und kein Känguru. Ach, ich soll das mit dem Reden für heute Abend lassen, das klappt überhaupt nicht mehr. Jetzt haben wir einen Platz verloren, dummerweise. Diesen unruhigen Ausritt in dieser schnellen Rechtskurve. Und wir müssen langsam mal vorbei, denn davor ist die Gruppe schon deutlich hinterhalt. Bisschen optimistisch in Kurve 1 rein. Falsch angefahren, die Kurve viel zu früh eingelenkt. Und das war zu spät gebremst. Hat aber gerade noch gepasst. Jetzt machen wir das Känguru. Das kann für die Stoßfinger nicht gut sein, Stoßdämpfer. Und das Runterschalten gerade hat der Motor nicht gut getan, wie wir gut sehen können. Der ist nämlich schon leicht gelb. Das Getriebe beschwert sich sowieso kontinuierlich. Jetzt beschwert sich wieder der Motor. Na. Nein, nicht. Schlecht.
wollte den Abstand nach vorne eigentlich verkleinern und nicht vergrößern. Aber momentan sieht es so aus, als würde ich nicht die ganzen Fahrfehler, die gerade passieren, ein bisschen Zeit verlieren. Schon wieder zu weit raus wegen zu viel Untersteuern. Wir haben nur noch 5 Runden Zeit und sind immer noch auf der 7. Position. Schon wieder total schlecht angefahren. Die davor war einfach von der Linie schon nicht passend und daher, ja, was rede ich mich aus? Ich habe einfach einen Fehler gemacht. Punkt. Hoppala. Wie war das mit den zwei Rädern, den wir fahren? Querfahren war gestern, heute fahren wir auf zwei Rädern oder so. René, wie ging der Spruch? Du kennst doch alles von mir auswendig. Die nächste Kurve ist eine Linkskurve, ne? Da bin ich innen. Er wollte nicht auf mich hören. So, und wie komme ich jetzt an euch beiden vorbei, ohne mein Auto wegzuwerfen und ohne besonders viel Zeit zu verlieren? Gar nicht. Okay. Ich habe beides gemacht, das Auto fast weggeworfen und ich habe Zeit verloren. Thank you.
Prix. 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 Ich wollte gerade das Diff loben, dass es trotz 60% Sperre wunderbar liegt, das Ding hinten. Ein Schwupps geht natürlich in der Kurve das Heck weg. Vorletzte Runde. Ich könnte jetzt trotzdem noch mal ein bisschen weiterfahren. Also irgendwie dieses Auto macht schon Spaß. Die Strecke auch, aber so wie in Maggiore einfach ein bisschen weiterfahren, weil es gerade so Lust und Laune macht. Aber in anderthalb Runden ist das Ding leider vorbei. Die KI ist zwar wieder mal keine große Challenge. Hat sich viel zu weit auseinandergezogen. Aber trotzdem, geile Strecke, tolles Auto. Das macht irrsinnig Laune. Nein, nein, nicht gut, nicht gut. Ihr fahrt mir jetzt nicht in die Karre, Jungs. Hatte ich euch nicht gerade alles überholt? Jetzt versuchen wir es mal. Was ist denn jetzt los? Nein. Scheibenhonig. Aufhängung kaputt. Ach, Knass. Gibt's doch nicht. Wieso werfe ich das Ding jetzt in der letzten Runde wieder weg? Vorletzte, okay. Zu meiner Ehrenrettung ist es die vorletzte Runde. Sekunden verloren, ja. Sieht man auch an den Platzierungen. 13. nur noch. Wir waren gerade auf der 3 und jetzt sind wir 10 Plätze weiter hinten. Kann doch nicht sein, dass die Medium-Reifen schon abbauen, oder? Doch, es fühlt sich auf jeden Fall ziemlich schwammig an hinten. Ich wollte gerade sagen, heute ist nicht alle Tage Abend, dann rutsche ich hier raus, gibt's alles nicht. Mist, Mist, verdammter. Ich wollte nämlich gerade da vorne noch einen Platz gut machen, oder 2 bis 3. Schade, 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 schade. Aber hat trotzdem Spaß gemacht. Geile Strecke, tolles Auto. Und die Alphas sind viel zu langsam. 15. ist der erste. Ja, grundsätzlich finden sich die Alphas alle da hinten. Naja, das soll es von mir für heute gewesen sein. Nächstes Mal gibt es dann die Corvette C7.R als Abschluss für unser Dreampack DLC. Und ansonsten haben wir noch ein paar Gruppe 5 Fahrzeuge in RAE, Custom Tracks. Und Project Cars kommt diese Woche raus, genauer gesagt heute. Also, wenn ihr das Video seht, heute. Da bin ich mal gespannt, ob ich heute auch noch was aufnehmen kann, sodass ihr am Samstag was zu sehen bekommt. Schauen wir mal, dann sehen wir schon.
Ich bedanke mich auf jeden Fall für euer Interesse, fürs Dabeisein und wünsche euch alles Gute. Bis zum nächsten Video. Macht's gut, euer Swaddy.